Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Oldschool Monday. Wir spielen eine Runde Quick SG in Minecraft-Woche. Sie hat begonnen. Ist großartig, oder? Ich glaube schon. Aber was nicht so großartig ist, ist, dass wir keine Waffe haben. Aber ist okay. So, hier ist eine Waffe drin. Oh, ich bin ein Genie. Ich bin ein Wahrsager. Und eine ganz tolle Rüstung. Und er hat auch eine ganz tolle Rüstung, die ich gerne haben möchte. Mein Kollege hier. Ah ja, das ist auch irgendwie... So, gut. Die haben wir uns gesnackt. Der XXX des Snacks. So, und wir haben Oldschool Monday. Und dann Oldschool Monday tue ich nicht wie jeder 0815 PvP-YouTuber. Sagen, oh mein Gott, ein Gegner hat X im Namen, was sollen wir machen? Erstmal hier, is get recken, Noob L2P. Nee, ich spreche ein Thema an. Und in dem Fall tue ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Eine Art Real-Life-Story. Nämlich geht es in ihr um einen Clown. Diesen Clown hatte ich auf der Straße getroffen. Dieser Clown dachte sich, hey, lass mal auf der Straße so chillen. Also auf dem Bürgersteig natürlich. Und da irgendwie Kindern Luftballons knoten. Immer noch eine Wissenschaft für mich. Aber ist okay. Lol. Der Typ hatte Dreadlocks, das war schon mal hier auch nochmal. Hier, ne? Erstmal hier Unge der Clown in den Titel schreiben. Gib mehr Klicks. Ne, Spaß. Naja, jedenfalls dachte der sich so, der chillte da so auf der Straße, hat Kindern Luftballons gemacht. Fand ich ganz cool so. Aus der Entfernung sah das erstmal aus wie ein großer Menschentumult und ich hatte eigentlich gar keinen Bock drauf, mich mit meinem Wagen an 10 Leuten vorbeizuschlängeln. Das ist nämlich unschön. Vor allem auf so einem schmalen Bürgersteig, wo irgendwie keine 3 Leute nebeneinander laufen können. Die ganze Masse angeführt von einer Frau mit einem Einkaufswagen, die es nicht für nötig hielt, mehr als 3 km/h zu laufen. Und ich habe keine Angst, das macht mich traurig. Naja, dann bin ich da halt gekommen. Wollte die Häuser da austragen. In dieser Menschenmasse habe dann einen Clown gesehen. Und ich habe Musik gehört. Mit Kopfhörern natürlich. Da lief passenderweise gerade der Ebola-Song. Also die Ebola-Parodie von was auch immer wem. Also das Ebola, la 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 la. Irgendwer hat Ebola, la la la. Ihr wisst, was ich meine. Und der Clown dachte sich so, hey, ich bin Clown. Ich bin lustig. Und ich nehme dem einfach mal den Kopfhörer aus dem Ohr. Hör da, was der so hört. Weil das halt ein ziemlicher Jockel war. So, ich bin gerade voll concentrated, Alter. Ja, passenderweise der Ebola-Song. Hört so rein, guckt mich empört an. Was war das? Guckt mich empört an. Empört. Empört, my friends. Mein amerikanischer Freund. Ist das Hip-Hop? Na, so halt, ne? Ich fand das erstmal mega witzig. Ich, der Jockel, da hat er mir noch, als ich die Zeitung reingepackt hat, hat er mir noch den Wagen geschoben. Also, richtiger lustiger Jockel. Ich frage mich aber, ob der Geld dafür bekommen hat oder ob der nur von Trinkgeld so lebt. Also, lebt. Wahrscheinlich nicht. Ob der das einfach nur aus Spaß gemacht hat und vielleicht ein bisschen Trinkgeld verdienen oder ob der irgendwie engagiert wurde oder so. Fand ich ganz lustig, den Dude. Irgendwie habe ich das Gefühl, in letzter Zeit kann ich Quick SG. Das ist echt ein Rätsel, weil ich konnte nie Quick SG vorher. Und jetzt kann ich Quick SG, nachdem ich irgendwie locker einen Monat nicht mehr aktiv Minecraft gezockt habe. Das ist schon der Tod. Oh, den kenne ich sogar. Der ist sehr gut. Der ist Rank. Der ist in den Top. Ich wurde so. Ach, deshalb spiele ich kein Minecraft. Aber es ist die dritte Runde. So, wir haben eine gute Rüstung. Fresse ich fast meinen Popschutz. Was ab? Erstmal hier schön in den Spinnenbeben. Pro ESL PvP Skill. Der hat Equip. Finde ich nicht gut. Das gefällt mir. Ah! Wow! Das war knapp! Ich schaue heute Fuck You Goethe 2. Da freue ich mich drauf. Gershans Kena. Und dann Cockerstein-Fan. Freilich. Oh, ich bin tot. Das Spiel ist scheiße.